vorne hast du dann den Einlauf zum Rhein. Aha. Und wenn du da hinten rumläufst oder hinten rumgehst, dann ist da auf der Rückseite ist auch nochmal eine riesengroße Wasserfläche. Okay. Und du hast da vorne so einen Baum, der ein bisschen reingeht, und da merkst du, dass es langsam ein bisschen flacher wird, nach oben geht. Und hier hast du dann, sag ich mal, relativ schnell, relativ tief, auf 20 Meter Entfernung bist du schon ungefähr so bei 10 Meter Wassertiefe. Das können wir aber okay. Nicht mal genau ausloten. Hört sich mal gut an. Und bei 50 bis 60 Meter, denke ich mal, das ist so die Bahn, wo man vielleicht den ein oder anderen größeren Fisch dann auch erwarten könne. Mhm. Da hast du so eine Wassertiefe von irgendwas zwischen 15 und 18 Meter. Okay. Ist zwar, sag ich mal, auf der ersten Blick dann schon ziemlich tief, aber gerade im Winter laufen da halt die Fische rein. Und stehe dann einfach halt auch ein genau, bisschen tiefer. Genau, ne? Suche Schutz. Wie gesagt, ja. Da vorne ist der Zufluss zum Rhein. Und da kommen dann halt die Fische über den Winter dann rein und ja, machen sich sehr gemütlich, die Kollegen. Hm. Was haben wir denn hier, tiefste Stelle? Ach, ich kann das gar nicht sagen. Ich vermute mal so um die 20 Meter. Okay. 20 Meter plus minus werden wir da auf jeden Fall haben. Aber oh, da ja. Sind wir schon recht tief dann mit den ja, 18, ja. 16, 18 Meter. Ja, ja. Ja, normalerweise ist das eigentlich so mein Gewässer, wie du die Winterreife benutzt, Hofer bis Ostern. Ja, ja, gerade in der kälteren Jahreszeit, da kannst du da wirklich relativ konstant an Fisch fangen. Schön. Schauen wir mal, so die Tendenz ist auf jeden Fall Rotauge heute. Mhm. Gesagt, man gucke dann, dass man die lange Bahn noch aufbaue und da vielleicht noch der ein oder andere Skimmer dann noch mitfangen könne. Ist ein bisschen, ja, man muss das ein bisschen aussitzen, aber wenn wir heute zu zweit sind und da zwei Spuren angeln, ja. Sollte das kein Problem sein. Sehr schön. Wenn wir ein bisschen was probieren, können wir es abstimmen. Tandemtraining ist ja immer super. Ja, nee, freue ich mich. Ja, ich mich auch. Wird geil. Super. So. Also schinden wir noch mal ein bisschen, genau. Was losgeht. Ich ziehe jetzt erstmal die grobe Partikel aus, weil die Fischgröße doch klein sein kann, muss nicht unbedingt, aber da gehen wir lieber ein bisschen vorsichtiger ran. Genau. Ich sag mal, Partikel können wir immer noch hinterher geben. Siehst du den Koriander? Ja, das ist klasse. Auch die ganze Hanfkörner da drin. Ja, der quetschte Hanf. Ein relativ hoher Hanfanteil. Ja. Genau. So. Willst du ein Kilo machen oder zwei? Machen wir zwei Kilo. Zwei Kilo. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen Farbe dabei, wo man, sag ich mal, wenn es die Gegebenheiten hergeben sollte oder erfordern, dass wir einfach das Futter noch ein bisschen abdunkeln können. Okay. Aber das werden wir dann alles im Laufe des Angelns sehen. Genau, ich halte mich da einfach an dich. Ja, genau. Du hast hier Heimvorteil. Wäre ja Schwachsinn, wenn man es jetzt so, andersrum machen genau, würde. Ein bisschen Futter rein, Wasser reingeben. Also Stopp. Genau, Stopp. Das wird jetzt recht. Kannst du ein bisschen nachkippen? Genau, recht, sag ich mal, breiig am Anfang. Breiig ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ja. Aber recht klumpig, aber das zieht die Brotmehle, nämlich das Wasser dann gut auf. Und dann zieht es recht gut nach und das wäre dann nachher wirklich ein richtig fluffiges Futter. Trotzdem recht schwer gehalten, liegt gut am Grund. Und trotzdem haben wir aber noch jetzt auch gerade für heute passend noch ein paar kleine Partikel, die das dann auftreiben. Ja, ich sag mal, man merkt auch in der Hand, dass es, sag ich mal, im Gegensatz zu einem Skimmermix doch recht schwere Mehle mit drin verarbeitet sind. Ist auch super bei der Wassertiefe heute, dass wir da auch
das Futter kompakt unter dem Grund auf anbieten können. Ja. Dass wir, je nachdem, wenn es die Fische halt möchten, da auch nochmal ein bisschen Köder dazu geben können. Genau, also dass man den Köder auch gut runter transportieren kann. Ja. Ja. Man sieht es jetzt auch, das Futter ist dann durch das Annässe ein bisschen dunkler geworden. Mhm. Gefällt mir ganz gut. Habe es hier jetzt auch noch gar nicht gefischt, aber ich bin da guter Dinge. Super. Ja, also das Futter haben wir jetzt angefeuchtet. Wir lassen es jetzt noch 15 Minuten ziehen. Ja. Bringen vielleicht noch mal ein bisschen Wasser dazu. Müssen wir jetzt gerade noch mal schauen. In der Zeit können wir schon mal Futter ablenken. Genau. Loden wir aus. Loden aus. Bestimmen den Platz. Länge dann die Rute ab auf die zwei Distanzen, die wir heute fischen werden. Und dann geht's los. They don't really wanna hear the truth no more. Think they scared how I make them feel. And you can say anything you want about me. I ain't worried, that don't make it real. So, also, wie gesagt, wir sind soweit. Futter ist angemacht, Köder sind gerichtet. Wir haben die Plätze ausgelotet, abgelenkt und werden jetzt startklar. Michael erzählt jetzt vielleicht gerade noch was zu der Entfernung, Tiefe noch mal kurz und wie wir jetzt gerade vorgehen vielleicht. Genau, also wir angeln heute zwei Entfernungen. Einmal eine Entfernung auf 26 Meter, da haben wir eine Wassertiefe von 8 Meter. Und eine Entfernung auf 54 Meter, da haben wir gute 16 Meter. Mhm. Beides mal ein sauberer Grund, auch wenn wir uns das hier so angucken da vorne. So setzt sich eigentlich fort, viel Kies, ab und zu ein paar Blätter, da haben wir aber ein saures Boden ausgelotet. Aber jetzt hat schon ein, zwei Körper gesetzt und starte jetzt. Also ich werde jetzt draußen mal anfangen, ein bisschen dezenter, mit 12 Pingis am Haken und dann schauen wir mal, was passiert. Genau, dann gehst du jetzt praktisch auf die Weidebahn und nicht auf die kurze. Genau, ich fange auf der Weidebahn an, dass du auf der kurzen mal ein bisschen deinen Spaß hast. Ja, das ist aber nicht viel. Super, also, viel Spaß. Sauer Patrick, hau rein. They don't really wanna hear the truth no more. Think they scared how I make them feel. Immer schön die Spitze unter Wasser, genau. Weil da hast du dann teilweise auch ein bisschen Strömung, auch Oberflächenströmung ohne drunter. Merkst du dann auch teilweise, dass wenn du reinwirfst, dass dein Futterkorb beim Reinkurbeln so 2-3 Meter versetzt links rauskommt. Ja. Das hast du dann, da vorne hast du dann einen Zulauf vom Rhein, das ist ab und zu dann die Schiffe vorbeifahren. Und je nachdem, was du dann da für einen Sog hast, drückt es entweder oder zieht sie dann teilweise auch mal der Futterkorb dann ein bisschen vom Futterplatz weg. Okay. Deswegen angle ich da in der Regel so 40-50 Gramm Körper dann gerade im tiefen Wasser. Okay. Erstens, dass sie halt schnell runterkommen und zweitens, dass du nicht die Problematik halt hast, dass ich so schnell weggezogen werde. Ja, ja klar, bei 16 Meter Wassertiefe, ne, das ist dann auch ein Zeitfaktor einfach. Ja, klar. Und da kannst du auch ruhig eine höhere Frequenz dann kurz werfen. Also kannst du reinholen und direkt wieder neu setzen. Einfach vielleicht auch das Futter mal, den Korb mal ein bisschen lockerer drücken, einfach, dass du kleine Futtersäule nach unten hast. Und auch immer mal ein paar Pingis mit rein. Ne? Ja, genau. Also so ein Rhythmus von einer Minute, anderthalb Minute kannst du da in der Anfangszeit schon angeln. Die ersten 5-6 Würfe. Einfach, dass sich der Platz da ein bisschen aufbaut und sich die Fische dann auch hinstelle. Ich habe schon gedacht, seit ich Biss habe. Ja. Ja, vor allem, weil das so nicht nach einem normalen Biss für hier aussah. Patrick hat über meine Schnur eingezogen. Meine Schnur war ein bisschen locker. Patrick hat es rübergezogen. Aber passiert auch mal im Tandem. Aktuell, unser Zwischenfazit nach gut einer Stunde. Die Plätze haben sich noch nicht so aufgebaut, wie wir uns das vorgestellt haben.
Gerade eben haben wir das erste Rotauge gefangen, aber sag mal, viel zu weit draußen eigentlich für das Gewässer. Der Patrick hat die ganze Zeit kurz probiert, hat jetzt aber auch noch kein Anpacker gehabt. Bei mir war es jetzt der zweite Biss hintereinander. Und das hat uns jetzt einfach dazu gebracht, dass der Patrick einfach mit rauskommt auf die lange Bahn. Weil wenn du vorne, sag ich mal, nicht innerhalb von einer Viertelstunde Reaktion bekommst, dann sind die Fische da nicht. Weil wenn die Fische da sind, dann kriegst du da relativ schnell auch die Bisse. Zumindest siehst du mal am Köder, dass mal ein Fisch dran genuckelt hat. Ja, aber so ist es halt im Angeln, muss man immer ein bisschen flexibel sein. Und deswegen geht der Patrick jetzt mit raus. Und dann gucken wir, dass wir vielleicht draußen dann nochmal ein paar Rotaugen anfangen können. Aber ich bin da jetzt halt optimistisch. Der erste Druck für den ersten Fisch ist jetzt mal abgefallen und jetzt kann es nur besser werden. Ah. Und da ist sogar schon der nächste Biss, der nächste schön. Rotauge. Ja, ich sag mal, gerade bei so einer Wassertiefe muss man immer ein bisschen suchen, wo sich die Fische gerade aufhalten. Ja, hat jetzt halt am 18er Hake zwei Pinkies genommen, der Fisch. Und dann hoffen wir mal, dass so weitergeht. Ah, sogar ein kleiner Skimmer. Kleiner Skimmer, sehr schön. Ja. Ja, schön. Das verheißt auf jeden Fall viel Gutes. Und dann Patrick, jetzt bist du dran, musst nachlegen. Jetzt muss ich nachlegen, jawohl. For my real rap niggas, man. I'm tired of that bullshit, man. Retire that. They don't really wanna hear the truth no more. Think they scared how I make them feel. And you can say anything you want about me. I ain't worried, that don't make it real. They don't really wanna hear the real no more. Think they scared how I make them act. And you can say anything you want about me. I ain't tripping, that don't make it fact. Look, coming live from the gutter like a cold puddle. With niggas water whipping road shuttle, motherfucking whole huddle. Dutch burning, moving slow, I'm feeling like the minute hand. All wishes granted to me, turning in a tenant van. Been the man, never question nothing that was in the plan. See it from my third eye vision, so I understand. Poolside plotting moves like a dance team. 100 band scheme, in the dirty with my hands clean. Never been the type of nigga they could cash straight. Fifth grade, I was selling candy to my classmates. I ain't call her back, I let her think about the last date. Oh, jetzt haben wir ja einige Zeit geangelt, habe von unserer Platzwahl haben wir ein bisschen variieren müssen. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir die Fische gefunden haben. Stand heute ein bisschen weiter draußen als erwartet. Habe dahingehend einfach, sag ich mal, die Länge auch von Patrick dann anpassen müssen, dass der Patrick rausgekommen ist. Und da draußen haben wir jetzt halt doch noch ein paar Rotaugen und so ein paar Mikroskimmer gefangen. Hat lang gedauert. Die Fische sind trotzdem noch recht vorsichtig. Wir angeln da 18er Hake, 10er Vorfach und zwei Pinkies drauf. Und im Futter haben wir maximal so 3-4 Pinkies, einfach um die Fische da nicht zu übersättigen. Was wir jetzt noch gemacht haben, um die Fische noch ein bisschen zu aktivieren, wir haben nachträglich noch mal ein bisschen Hanf, gequetschte Hanf mitten. In die Körper mit reingetan, einfach weil das Futter doch recht passiv ist, dass wir einfach nochmal den ein oder anderen Partikel, Schwebepartikel haben, der noch mit aufsteigt, nachdem der Futterkorb unten am Gewässergrund angekommen ist. Ja, leider, sag ich mal, von der Masse der Fische nicht so, wie wir es uns gewünscht haben. Aber wir sind trotzdem froh, dass jeder so seit 10, 15 Fische bekommen hat. Hat Spaß gemacht, wie gesagt, zum Wochenende war noch ein bisschen Wetterumschwung, also wir haben jetzt viel, viel besseres Wetter als noch vor 2 Tagen. Sonnenschein, wenig Wind und das hat scheinbar dann auch das Beißverhalten von der Fische beeinflusst. Ja, und nichtsdestotrotz haben wir einen affegeilen Tag, schön Sonne, gut, Sonnenmilch haben wir jetzt vergessen, aber ja. Ist immer schön, bei so einem Wetter dann am Wasser zu sitzen, wenn dann die Fische noch trotzdem noch ein bisschen mitspielen. Ja, da kommt jetzt sogar schon wieder der nächste Anpacker. Ja, und wieder ein Rotauge. Ja.
Ja, wenn dann die Fische auch ein bisschen mitspielen und man doch noch den ein oder anderen Fisch fangen kann, dann ist es ja immer eine schöne Sache. Genau, jetzt gucken wir, dass wir den nochmal sicher rausbekommen. Dass wir euch den Fisch da präsentieren können. Und dann werden wir uns auch langsam schon wieder, sag ich mal, dem Ende der Session ja, entgegenkommen. Mhm. Sehr schön, Michael. Danke, Patrick. Ja, ja. Michael, war wirklich doch noch dann klar, ein bisschen Startschwierigkeit haben wir gehabt. Das mit der kurzen Bahn war heute nicht die richtige Entscheidung, aber zum Glück haben wir beide Bahnen befischt, ja. Sind dann beide raus auf die weite Bahn und haben jetzt wirklich schön Fisch gefangen. Hat Spaß gemacht. Kann man sagen. Es ist nicht so, dass es Massefänge war, sondern man muss sich den Fisch schon ein bisschen erarbeiten. Ne? Ja, ist ja auch mal interessant. Ja. Wenn man nicht nur reinwirft und sag ich mal, die Fische sich von selber hängen, sondern dass man für die Fische auch ein bisschen arbeiten muss. Ja. Ich sag mal, für das, dass Februar ist und man Gewässer hat mit Fisch, sag ich mal, ist man bei uns in der Region auch immer dankbar. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ein bisschen was probiert. Ich bin ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen. Wege. Aber weil ich meine Mistwürmer, die ich extra gesammelt habe, dass wir die heute nicht gebraucht haben. Ja, aber, wenn der Milch können wir sie ja nachher noch ein bisschen dranhängen. Ja, genau, noch ein bisschen baden. Aber weißt du, was mein Arbeitskollege immer sagt? Lieber haben und nicht brauchen, wie brauchen und nicht haben. Ja. Haben ist besser als brauchen. Ja. Nee, aber war doch jetzt ein runder Tag. Ja, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Ja. Cool. Wenn wir jetzt noch der ein oder andere Fisch anfangen. Dann haben wir doch ein schönes Ende. Hast ja auch noch ein bisschen weiter heimzufahren. Ja, gut, ist jetzt noch im Rahmen, es sind 2 Stunden. Ja. Gemütlich. Ist machbar. Sitzt auf einer Arschbacke ab. Ja. An Bremen ist das ein bisschen anders, die Strecke. Ja, Bremen. Aber dann, ja, da fährst du ja durch quer Deutschland. Ja. Oh, da freue ich mich drauf. Ja, ich mich auch. Wieder ein paar Leute zu sehen. Ja. Wir sind zusammen wieder unterwegs. Ja. Ein bisschen Fachsimpeln, ein bisschen Blödsinn labern. Oh, und Fisch noch Grille nebenher. Patrick, ich bin begeistert. Ja. Ja, aber nach dem Drehtag gestern bist du ja auch für jeden Biss dankbar. Jeden Biss dankbar, ja. Muss man so sagen. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt ein bisschen nicht aufgepasst. Kante. Ja, die Kante, da habe ich jetzt ein bisschen geschlafen. Hm. Hängt er noch? Müsste noch hängen, ja. Ja, aber. Ja, da hast du teilweise Plätze, die verändern sich dann auch regelmäßig. Hier wird, glaube ich, auch noch gebaggert. Ja, die tun ja auch, ich glaube, ab und zu mal die Kanten wird das, oder die Rinne wird das sauber machen. Mhm. Ne? Oh, Patrick, jetzt machst du aber spannend. Ja, und jetzt noch. Herrlich. Keschern, drehen. Jawohl. 1A. Ja, was sagst du in unserem Futter heute? Doch, muss ich sagen, es ist auch gerade in dem Tieferbereich, hat eine wahnsinnig schöne Bindung. Mhm. Du bist dir sicher, dass es unten ankommt. Ja. Wir haben, klar, wir haben es jetzt auch ausgesiebt, um ein bisschen das Ganze feiner zu halten. Und ja, riechen tut es sehr gut. Am Anfang ist man immer erst so, wenn man das Wasser dazu gibt, mal ein bisschen erschrocken, dass es vielleicht doch ein bisschen zu nass ist. Aber das ist wirklich so, dass das noch ordentlich nachzieht, 15 Minuten später. Mhm. Dann wirklich die perfekte Konsistenz hat. Ja. Ja. Die kleine rote und gelbe Partikel, wo drin sind, halte die Fische auch ein bisschen am Platz. Ne? Genau, genau. Kann man also, lassen. Kann man lassen. Also da haben sie wieder was Gutes gemacht. Ja, aber im Ricardo ist es noch gar nicht aufgefallen. Das ist ihm nicht aufgefallen. Weißt du, was ein Consultant von einem Sponsoring-Angler unterscheidet?
Jetzt Achtung. Der eine fischt die teure Rute und der andere die günstigere. Aber beide fangen Fisch. Beide fangen Fisch, ja. Also muss nicht immer das Teure das Bessere sein. Ne? Das stimmt. Ja. Es gibt vielleicht die eine oder andere Situation, wo es ein bisschen angebracht ist, aber ich sage, für das, was wir hier fischen, ist das, was du hast, auch eine wunderschöne Rolle, ja, und Rute. Ne? Ja, also muss echt sagen, ich bin da vollends begeistert von der Serie. Gut, und was ich jetzt auch dazu sagen muss, ist einfach, mir liegt das, der etwas weichere Blank liegt mir einfach besser. Mhm. Du bist halt eher der Typ, wo jetzt ein bisschen noch ein Rückgrat haben will beim, ja, Schmeißen. Ne? Ja, ja. Das ist auch ein bisschen so eine Sache, was einem liegt und was einem nicht, ja, so liegt. Ne? Ist Geschmackssache. Ja. Ist Geschmackssache. So, aber wie angekündigt, probieren wir jetzt auch mal was. Dass du nicht umsonst gesucht hast? Dass ich nicht umsonst gesucht habe, genau. Hätte aber dann nur einen suchen müssen. Ne? Ja. Warte mal ab. Vielleicht kommt jetzt der dicke Mutterbresen. Jawohl. Aber ich würde natürlich dir gönnen, Patrick. Nein. Gast hättest du den verdient gehabt. Ja, als Gastgeber. Und wir haben beide jetzt Fisch gefangen. Es war ein schöner Tag. Wir haben uns gut unterhalten. Ja. Wir haben Spaß gehabt. Ja. Der Ricardo war pflegeleicht. Ja. Hat er sich heute angestrengt, gell? Ja. Dann lade mal. Hat es auch nicht immer ganz einfach mit uns. Ja, dann lade mal wieder ein. Was ein Biss. Schon wieder Biss. Was ein Biss. Ja, Michael, kennst du den Spruch? Wenn es am schönsten ist, ja, soll man aufhören. Das stimmt. Bis mir alles verstaut habe, ja, ordentlich weggeräumt habe. Ich meine, wir sind ja zwei ordentliche, wir machen das Tackle sauber, bevor wir es einpacken. Ja, jedes Mal, blitzeblank. Genau, und dann noch die 2 Stunden Autofahrt. Ja. Denke ich, dass wir jetzt langsam zum Schluss kommen. Ja. Denke, der ein oder andere Fisch haben wir abgeblichtet, gell? Ja. Das ist okay. Aber du weißt ja auch die alte Anglerweisheit. Man macht immer nur noch einen Wurf. Nur noch ein Wurf, der letzte. Das werden wir wahrscheinlich auch machen, nur noch ein Wurf, damit der Ricardo auch nach Hause kommt. Aber war wirklich ein schöner Tag, hat mir super Spaß gemacht. Das ist das Wichtigste auch, ne? Ja. Dass wir Spaß haben. Naja, ich fange. Ich denke, wenn wir Spaß haben, kommt das auch ein bisschen im Film rüber. Ja. Ja. Dann ist das Ganze doch positiv. Genau. Dann. Aber einen mache ich jetzt noch. Ja, einen noch. Vollgas, Patrick. Dann drehen wir uns mal um. Hm? Genau. Ich lasse mal die Rute drin liegen. Vielleicht gibt es noch mal einen Live-Biss. Ja, wie ihr seht, ist doch nicht beim letzten Wurf geblieben. Wir haben noch ein bisschen weiter gefischt. Mhm. Ja. Ja, jetzt ein kurzes Resümee zum Tag. Also von meiner Seite aus, es hat richtig Spaß gemacht mit dir, Michael. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Es lief am Anfang ein bisschen schwieriger, sind wir mal kurz nervös geworden, gell? Ja. Aber jetzt zum Schluss hin war es wirklich schön. Wir haben ordentlich Fisch gehabt. Wir sind auf die weitere Bahn gegangen dann, haben dort dann kontinuierlich Fisch fangen können. Ja, Michael, wenn du da vielleicht noch was dazu sagen möchtest. Ja, also auch danke, Patrick, dass du vorbeigekommen bist. Hat mir auch Spaß gemacht. Obwohl ich am Anfang doch ein wenig nervös war. Hast du ja gemerkt. Bis wir dann die Fische gefunden haben. Hat ein bisschen gedauert. So eine gute Stunde, anderthalb Stunden. Mhm. Bis wir dann die Distanz gefunden haben, wo sich die Fische rumgetrieben haben. Habe die dann auch, sage ich mal, in einem akzeptablen Rhythmus fangen können. Waren überwiegend ein Rotauge. So irgendwas zwischen 10 und 15 cm, ab und zu dann so kleine Skimmer da noch mit dabei, so frisch geschlüpfte. Ja. Futter war in Ordnung, haben wir jetzt, sag ich mal, nachträglich noch ein bisschen angepasst, weil wir noch ein bisschen mehr Aktivität durch gequetschte Hanf reingebracht haben. Ja. Köder, ja, wie gesagt, haben ist besser als brauchen. Gebraucht hätten wir heute eigentlich nur ein paar Pinkies. Genau, der Erfolgsköder heute waren 3 Pinkies. Genau, 3 Pinkies am 16er Hake. Hat mir Spaß gemacht und dann freue ich mich, wenn wir das nächste Mal uns am Wasser treffen. Auf jeden Fall. Und sag ich mal, die nächste Aktion starten können. Genau. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ihr konntet euch vielleicht das ein oder andere aus dem Video rausziehen und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao.